Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal Markus Brüsche, der Kölsche Schatzsucher. Ich nehme euch heute wieder mit auf eine Römerrunde. Vorab grüße ich meinen Sponsor, den Jochen von www.abenteuer-schatzsuche.de. Ja, ich werde heute mit dem Deus 2 und mit der 22,5 Multifrequenzspule hier mein Glück versuchen und ich werde euch gleich zu meinen Einstellungen mitnehmen. Also bis nach meinem Intro. Bis gleich. So, ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Also, ich laufe noch mit der V071 und stelle jetzt erstmal auf den Lautsprecher um. So, ich benutze heute mein Ackerprogramm, was ich mit dem Werksprogramm General generiert oder General generiert habe. So, und jetzt führe ich euch durchs Menü. So, den Disc habe ich auf 5, sensitiv auf 96. Die Frequenzweiche steht momentan auf 4, die setze ich runter auf 0. Die Eisenlautstärke ist auf 1, die Reaktionszeit auf 2. Und neben mir ist jetzt der Daniel, der mir jetzt schwer auf den Sack geht. Hier könnt ihr den sehen. Der will ja nie mit auf das Bild, weil das nämlich keine genehmigte Fläche ist, die wir jetzt hier machen. Aber das soll mir egal sein. Pino ist, wie die Natur ihn geschaffen hat. So, und Pino ist natürlich auch dabei, mit einem nackten Oberkörper. Aber wir wollen uns nicht davon aufhalten lassen. Also die Reaktionszeit haben wir jetzt auf 2. Die Signalverstärkung auf 4. Ja, und wir gehen jetzt auf den Boden Abgleich. Das ist Grub und wir machen den über Pumpen. So, dazu halten wir die Pinpointer-Taste gedrückt. Jetzt muss ich raus, weil ich zu lang drauf wieder so festhalten und schön von 20 cm auf 1 cm pumpend runter. So, ich habe jetzt hier einen Bodenabgleich von 82. Ja Leute, jetzt ist hinter mir auch noch der Bauer mit dem Trecker, der Daniel immer noch neben mir. Da hat nämlich wieder was vor, ich weiß noch nicht was. Aber wir sehen uns gleich bei dem ersten Fund. Bis nachher. So, hier sind wir bei meinem ersten Signal. Ein 74er, 73, 74. Sehr konstant, sehr laut. Aber jetzt zu meinen zwei Lieblingsfreunden. Da hinten seht ihr den Daniel und den Pino. Ja. Laufen wie zwei wildgewordene Hühner rum. Aber ich habe hier mein erstes Signal. Ich hoffe, das ist nicht zu tief. Ja. Ein Doppelsignal. Könnte eine Münze sein. In Pulverboden. So, das ist schon draußen. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. So, wir nehmen den Pinpointer. Ein Ring. Ja, aber kein römischer Ring. Das wird wohl ein Ring aus dem 18. Jahrhundert sein. Aber als erstes Signal top und noch keine 5 Minuten hier auf dem Acker. Ja, ich hoffe, das ist ein gutes Omen und ich freue mich gleich, euch vielleicht ein paar Römermünzen zeigen zu können. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also, wir sehen uns gleich beim nächsten Fund. Bis nachher. So, hier sind wir bei dem zweiten Signal, ein 86er. Vom Deus 1 war man ja, sag ich mal, die Granatsplitter gewohnt bei solchen Signalen oder BMG geschossen. Hoffen wir, dass es hier mit dem Deus 2 vernünftige Signale sind. So, draußen. So im oberen Feld. Dieses. Ja, für alle, die gerne meine Programme für den Deus 2 haben wollen,
Die könnt ihr auf Facebook in meiner Gruppe Sonnengänger und Schatzsucher treffen Köln. Da sind sie hinterlegt, sind die drei Programme Acker, Wald und Euro und alle erklärt. Und ich glaube, das ist der erste Volli. Ja, ist noch hier in dem Plug drin. Oder ist das eine Unterlegscheibe? Kann auch eine Unterlegscheibe sein. Ich sag jetzt mal ganz forsch Volli. Aber ich glaube, das ist eine Unterlegscheibe. Nochmal gucken. Oder? Ja, ist eine Unterlegscheibe. Und so kann man sich vertun. Aber ich hätte jetzt gedacht, das wäre der erste Volli. Ja, so kann es natürlich nicht weitergehen. Ja, hoffen wir mal, dass der heutige Tag ein paar schöne Funde hervorbringt. Ja, wenn nicht allzu viel Schrott dabei ist, werde ich alle meine Funde mit dem Video. Ansonsten, ja, lasse ich die raus. Aber die Unterlegscheibe bleibt drin. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund. So, ungefähr 15 Meter weiter ein 75er Signal. Das andere war da, ja, keine 15, werden es vielleicht 10 Meter sein. So, aber selbe Spur, ein 72er Signal nach der Unterlegscheibe. Ja, hoffen wir, dass es jetzt was Besseres ist. Wo, jetzt nochmal gucken. So, hier ungefähr am Stein müsste es sein, also gerade mal dahinter, auch nicht so tief. Ja, das ist jetzt alles pulverig, der Boden. Seht, das ist auch Dreck in der obersten Schicht. So. Ah, ich sehe jetzt schon, was ist es? Ah. Ja, ich glaube, ja gut, ob das jetzt römisch ist, weiß ich nicht. Könnte Mittelalter, könnte aber auch römisch sein. Das sind so die Riemenbeschläge oder Haken. Das ist hinten, seht ihr? Da ist der Haken. Der wird dann unten eingehakt. Das kann wie so ein Gürtelverschluss, aber so müsst ihr euch das vorstellen. Hier hinten seht ihr die Klammer. Warte. So, ich hoffe, dass man das sieht. Hier ist die Klammer, wo das Lederband mit festgemacht worden ist. Hier unten der Haken. Und dann wurde das in so einem Ring im Leder eingehakt. Ja. So, man kann sich jetzt drüber streiten. Ist es jetzt römisch? Ist es Mittelalter? Ist es Neuzeit? Gut, wir sind hier auf dem Römeracker, also gehe ich davon aus, dass es römisch ist. Okay, wir sehen uns beim nächsten Fund wieder. Bis gleich dann. So, da bin ich schon wieder. Ungefähr 20 Meter weiter. Wieder ein 85er Signal. Nicht tief. Oberhalb liegend. Ja, hoffen wir, dass es was Tolles ist. Aber vorab noch, ich möchte noch mal mich bei einem meiner, ich sag jetzt mal, Facebook-Mitglieder oder Mitglied bedanken, von dem ich hier für meinen Deus 2 diese schöne Schutzhülle bekommen habe. Die ist nämlich aus Belgien. Und ja, die können das zwar jetzt auch beim Jochen Reifenrad bei www.abenteuer-schatzsuche.de bestellen. Die hat er jetzt nämlich auch mit dem Programm. Aber zu meiner Zeit, wie ich sie geschenkt bekommen habe, war es nur in Belgien bei West Coast. So. Ja, okay. Jetzt haben wir hier das 88er Signal. 88, 85er. Ich bin jetzt auch schon Banane. Boah, ist es warm hier, Leute. Könnt ihr euch gern vorstellen. Wenn man es größer und was weiter nach hinten, glaube ich, dann wird es schon nichts sein. Oder es ist ein Schlüsselgriff. Och, ich grab nicht weiter. Ich hoffe, bitte lasst das jetzt was vernünftig sein. Aber ich glaube, das ist eher eine Türangel oder was ist das? Aber das Bronze dran. Ich muss es langsam machen. Ein großes Bronze dran. Bino, entweder habe ich jetzt was richtig Gutes oder eine Türangel aus Bronze. Ja. Kommt her, ich will es doch nicht richtig sauber machen. Die Kamera läuft. Komm her. Oder? Oder ist das ein Wasserkran? Ich weiß es noch nicht. Ich will da nicht so drüber reiben. Na komm, schreibe drüber.
Meine Neugier ist jetzt auch, ne? Ne, ne, ist gut. Ist gut, ist ein Wasserkran. Ich dachte jetzt, wunders, was das ist. Ne, so kann man sich vertun. Oder ist das ein Wasserkran? Ich sag das jetzt mal so. Oder ist das... Ja, ich muss es sauber machen. Ich kann es so nicht sagen. Auf jeden Fall hier unten, könnt ihr ja sehen, was Größeres aus Edelmetall. Aber hier sehe ich schon Mutter. Also würde es nichts Altes sein. Und das hier ist der Griff. Denke ich mir mal, was auf und zu verschließt. Für einen Kran. Ja. Könnte ein Kran sein. Keine Ahnung. Muss ich sauber machen. Aber mal wieder ein größeres Teil. Okay, dann sehen wir uns. Bis gleich. So, hier seit langem wieder ein Signal mit 92. Daniel hatte gerade neben mir... Was hast du gehabt? Ein Pfennig Kaiserreich. So, hier ein 93er Signal. In der Porsche. Und ich glaube, das ist eine Silbermünze. Aber kein Römer. Ich glaube, das ist Blei. Nee, ich sehe sie ja schon. Komm her. Eine silberne. So, was ist es? Lass mal gucken. Ein Franke, also eine Schweizer Münze von 1914. Tja, besser als ja nichts. Okay, bis zum nächsten Fund. So, neue Spur, neues Glück, 85er Signal. Also hier muss es sein. Dino hat auch ein Signal. Was hast du gehabt? Ja. Ich bin mir noch nicht sicher. Ist es was oder ist es nichts? Mal gucken. Ja, Dino hat so einen kleinen Möbelgriff gefunden. Das ist ein Möbelgriff. Ja, aber sehr klein, ne? Ja, kann von so einer... Schmuckkästchen vielleicht? Ja, von wenn ein Sekretär hat, die kleinen Schubladen, die dran waren. Weißt du, sowas könnte das sein. Oh, und ich habe mein Signal immer noch im Boden. So. Grabe ich dran vorbei oder was mache ich für ein Mist? Gucken hier was weiter nach hinten. Ja. Ne. Der Profi will mir helfen. Nein. Das ist tiefer, glaube ich. Ich werde ein größeres Ding. Wenn ich Pech habe, ist es entweder ein Stück Blei oder ein Stück großes Eisen. Da haben wir erstmal ein paar Stiche tiefer. Na? Draußen. Na? Nee. Doch. Oh, das ist ja so ein Loch gerutscht. Das ist ein kleines Signal gewesen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. So, jetzt haben wir alles raus. So. Also. Volle Lotte, Leute, volle Lotte. So, mal gucken. Eine Wasserflasche wäre jetzt nicht schlecht. Eine Wasserflasche, ja. Was ist das denn? Das sieht doch gut aus, oder? Ja, sieht gut aus. Ein Knopf wird das gewesen sein. Ein großer, ne? Ja, hier. Ein großer Knopf. Der Deckel davon. Oben. Das Teil. Oder? Ja. Patina wäre auch noch schön. Aber Knopf. Ne, geht gar nicht. Ne. Obwohl, warte mal, lauf nicht weg, Pino. Knopf ja. Aber der sieht schön aus. Ja? Möchtest du den haben? Ich habe einen Reißverschluss, ich brauche keinen Knopf. Da. So, wir sehen uns gleich beim nächsten Fund und Pino begutachtet noch ein bisschen den Knopf. Also bis gleich, Leute. So, wir brechen an dieser Stelle hier ab, weil auf dem Acker kommt nichts. Wir werden uns einen neuen suchen müssen. Die paar Funde, die wir gemacht haben, ist nicht der Rede wert.
Die zwei sind auch tot. Ja. Können wir jetzt ein Eis? Die nur würde sich ein Eis holen. Okay. Dann sehen wir uns gleich, eventuell auf dem neuen Acker wieder. Bis gleich. Tschüss. So. Heute bin ich auf einem anderen Acker. Ja, bei dem Video oder ich sag mal, das, was ihr jetzt noch zuvor gesehen habt, das war ein anderer Suchertag. Wir haben an dem Tag also noch weitere Äcker abgefahren. Es hat also nichts gebracht. Es war zu viel Luft im Boden drin. Ja, wir sind jetzt eine Woche später, bin ich mit dem Pino alleine unterwegs auf dem neuen Acker. Und wir versuchen es nochmal, obwohl ja immer noch nicht der Regen da war, um den Boden zu komprimieren. Ja, wir hoffen jetzt natürlich heute, dass wir noch ein paar schöne Sachen finden, dass ich das Video abschließen kann. Und ja, wie gesagt, ihr werdet das dann hinterher sehen als kompletten Film. Ja, jetzt heute wieder zu meinem Gerätschaften. Ich bin wieder mit dem Deus 2 unterwegs, mit der 22,5 cm Spule. Ich werde jetzt gleich wieder mein Ackerprogramm nehmen, die Einstellungen vornehmen. Die werde ich jetzt natürlich nicht nochmal mit an dem Video anhängen. Das wird also sich nicht viel ändern, vielleicht der Bodenabgleich, aber der Sensor und alles andere bleibt wie zuvor erhalten. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Ja, im Vorfeld könnt ihr ja schon mal einen Daumen oben lassen. Und wer mich noch nicht abonniert hat, kann meinen Kanal abonnieren. Kostet euch nichts. Für mich bringt es nur eben mehr, ja, ich sag jetzt mal, mehr Abonnenten und natürlich auch mehr Klicks hinterher. Ja, und wenn ich irgendwann mal die 10.000er Marke der Abonnenten erreicht habe, ist wie versprochen, das habe ich ja schon in ein paar Videos zuvor, das war also im letzten Jahr euch versprochen, dann werden wir auch mal auf den Acker gehen, wo dann Goldmünzen kommen. So, also wir sehen uns gleich beim ersten Signal wieder. Bis dann. So, hier haben wir ein Signal. Ich muss aber euch schon vorher sagen, könnte jetzt wieder Schrott sein wie eben. Ein 80er Signal, sehr stabil. 81. Auch nicht tief. Ach, ist der Boden hart. So. Ne, ist noch drin. Ein Stück weiter. Hier. Aber ist nicht. Na, müssen wir von da graben. Ach so. So, jetzt wollen wir gucken, ob er draußen ist. Oh, es ist rund. So, und was haben wir? Rund. Oh, könnte es Silber sein. Ich will jetzt nicht drüber reiben. Es scheint so ein bisschen silbrig hier an der Seite zu sein. Ist es jetzt Silber? Wäre ja schön. Ja, sehen wir hinterher. Auf jeden Fall eine Münze. Ja, und nee, da ist er noch. So, dann sehen wir uns nachher beim nächsten Signal wieder. Bis nachher. So, hier sind wir beim nächsten Signal. Ein 51er. Ja, momentan sieht es echt hier mau auf den Acker aus. Wie gesagt, das ist alles hier pulverig. Oh, ihr glaubt es nicht. Guckt mal an, ich habe nur einmal hochgegraben. Wohl will mich gerade noch beschweren, weil hier ein pulveriger Acker ist und ja, was kommt raus? Eine Fibel. Ja, so kann es gehen. Man muss sich öfters mal beschweren scheinbar. Aber ihr wisst ja selber, die ihr schon seit ein paar Jahren suchen geht, ein Acker, der gegrubbert ist, der hat zu viel Lufteinschluss und dadurch ist die Leistung gleich null. Und auch durch das Grubbern, wenn ein Acker nur noch gegrubbert wird, sind natürlich auch alle Funde irgendwann mal weg, wo man dran kommt. Die anderen guten Funde liegen natürlich weitaus tiefer
Und dadurch sollte auch mal irgendwann mal wieder geflügt werden, dass die nach oben kommen. Aber ja, zur Zeit in Eifel ist es so, dass viele Bauern eigentlich nur noch ihre Äcker grubbern und nicht mehr pflügen. Ja, wie gesagt, das Leid haben wir hier eben mal und man muss sich damit zufrieden geben, was nun zutage kommt. Ja, das ist hier kein schön Video, wie bei vielen anderen, die immer tolle Videoqualitäten haben. Bei mir ist, hier bist du nicht bei Wünsch dir was, hier bist du bei So ist es. Ich kann eben halt nicht so gut filmen wie alle anderen. Ich hoffe, dass das reicht, weil ich euch zeige und euch erkläre, dass das viel wichtiger ist als wie ein schönes Video. So, wie gesagt, das ist eine Fibel und das ist eine einfache Soldatenfibel. Ne? So kann man sie bezeichnen. Ich müsste jetzt mal gucken, wie sie unter dem Almgren beziffert ist. Aber für mich ist das eine normale Soldatenfibel und so wird die auch beim Amt und bei der Archäologie auch dargestellt. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis nachher. So, seit langem wieder ein Signal. Also ich glaube, es wird tatsächlich ein kurzes Video. Ein 57er Signal jetzt. Und jetzt liegt auch nicht tief. Mal gucken, ob ich schon mit dem Pinpointer dran komme. So. Nee, nicht. Erstmal ein Pinpointer aus. So, jetzt ist es da irgendwo in dem Haufen mit dabei. Aber es muss klein sein. Also tief war es ja jetzt nicht. Ja, wo haben wir es? Ach, seht. Ja, ein Volli. Ja, hier sind wir jetzt hingefahren. Ja, das ist wieder so klein. Na, wo haben wir denn hingefahren? Ja, wo ist er denn? Ah, da ist er. Ich sehe. Ja. Da ist er. Oh Mann. Ja. Und Volli. Ja, die Ausbeute heute wird nicht viel sein. Also wie gesagt, wir sind jetzt zwar auf Äckern unterwegs, wo mal was römisch war. Aber die sind schon so gut abgesucht gewesen vor der Einsätzeit und durch das Grubbern. Ist ja, könnt ihr ja, wisst ihr ja, dass maximal 5 cm die oberste Schicht abgegrubbert wird. Ja, und dann sind das solche Funde, die noch überbleiben. Ja, solange nicht geflüscht wird, richtig tief und der Boden, der sich wieder richtig setzt, ja, muss man sich mit solchen Funden rumschlagen. Das ist die Realität des Suchens. Okay, ich hoffe, wir sehen uns bei einem besseren Fund gleich wieder. Wie gesagt, aber wenn nicht, wird das Video ein ziemlich kurzes Video mit wenig Funden werden. Okay, bis später dann. So, ein Suchertag ist zu Ende. Ja, ich würde euch jetzt die vielen Funde zeigen, die ich gemacht habe, aber leider ist dem nicht so. Es war genauso traurig wie beim letzten Mal. Es kamen wohl 3 oder 4 Teile. Das lohnt sich ja, euch die jetzt nochmal zum Schluss zu zeigen. Hinterher nach dem Video, wenn das Video nachher zu Ende ist, dann kommt eine Fundzusammenfassung, wie ihr von mir gewohnt seid. Die Funde werde ich dann alle auf einem, ja, ich sag mal, auf einem Blatt auslegen und dann könnt ihr das sehen. Ja, zum Schluss möchte ich nochmal meinen Sponsor, den Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de grüßen. Ja, ich möchte mich bei euch allen bedanken, die ihr immer so zahlreich meine Videos schaut. Auch denen, die mir bis heute hin immer den Daumen nach oben gegeben haben.
Ja, was soll ich sonst sagen? Das Video wird wohl irgendwann, ich denke mal im November kommen. Das ist jetzt, ich habe ja noch ein Video im Vorlauf. Jetzt kommt nächsten Monat das große Treffen. Da werde ich natürlich ein Video machen, was natürlich dann aktuell ist für den September. Und ja, im Oktober wird vielleicht das Video kommen oder im November, wie gesagt. Weil ich habe ja auch noch ein anderes Projekt am Start. Und vielleicht, ja, seht ihr das dann auch. Ja, dann halt die Ohren steif. Beginnt die Suchersaison recht erfolgreich. Ja, wir sehen uns bis dahin. Tschüss. Bis dann. So, ich bin zu Hause, sitze jetzt im Keller. Also das Suchen oder der Saisonstart war sehr mäßig gewesen, da ja eben die Felder gegrubbert worden waren, wo wir aktiv drauf suchen waren. Und jeder, der schon lange am Suchen ist, der kennt die Problematik. Es ist zu viel Luft in der Erde drin, der Boden ist nicht komprimiert und da könnt ihr den besten Detektor der Welt haben. Man kommt also wirklich nur in den ersten 5 maximal 8 bis 10 cm im Boden, wenn überhaupt. Und ja, dann kriegt man nur eben die Funde, die eben da drin waren. Also wir waren schon auf ein paar Römerfeldern gewesen, aber wir mussten sehr schnell feststellen, es läuft noch nicht, da wir ja eine extreme Dürre haben. So, jetzt wollte ich euch ja im Abspann eigentlich zeigen, wie viel Schrott ich gefunden habe, aber das erspare ich euch. Den Schrott, ja, den interessiert hinter kein Mensch mehr. Bei den nächsten Videos werde ich jetzt vielleicht wieder hinten anhängen oder ich sag mal beim Beenden des Films zeigen. Aber jetzt wollte ich euch ja erstmal die Funde zeigen, die sich eventuell gelohnt haben. So, aus dem ersten Teil war ja gewesen hier dieses Objekt, wo ich am Anfang gedacht habe, das wäre ein Griff oder irgendwas. Ein Griff ist es schon. Es ist tatsächlich von der Landwirtschaft irgendwas, ein Wasserzufuhrgriff für Bewässerung an den Feldern, wie auch immer. Also nichts Besonderes. Also so könnt ihr das sehen. Ich habe es mal grob gereinigt. Kommt in die Sammelkiste hinter für den Schrotthändler. So, das zweite Teil war ja da gewesen, dieser Gürtelhaken, Lederbeschlagverzierung und ja, wie man es noch nennen sollte. Ich habe ihn mal so ein bisschen grob gereinigt. Naja, kommt da ein bisschen Wachs drauf, aber zum Ende des Films werden wieder Fotos angehangen. Die setze ich ein. Dann kam hier auf dem Feld dieser Ring. Ich denke mir mal, das ist wie so ein Bauernring aus dem 17. Na, 18. Jahrhundert, 18. 19. Jahrhundert, also nichts Weltbewegendes. Dann ging es ja weiter mit einer Neustart in einer anderen Woche. Da kam als erstes diese Münze, wo ich dachte, das ist eine Silbermünze, weil die ziemlich leicht grau an den Seiten raus ist. Aber das ist nur ein Zinker, ist das. Also aus dem, ich sag mal, aus der Wehrmachtzeit irgendwo ein Zinker. Aber was jetzt genau, wüsste ich nicht. Aber werden wir gleich mal probieren, in meiner Lösung einzulegen, um das sauber zu machen. Ja, dann kam ja diese Fibel, diese Soldatenfibel und dieser Volli. Der ist noch recht schön, aber auch wie gesagt, zum Schluss gibt es davon Bilder, wenn er konserviert ist. Aber jetzt wollte ich euch ja noch aus dem ersten Teil des Films diese Schweizer Münze, diesen Franc zeigen. Der ist ja Silber und den reinigen wir jetzt mal nur zur Hälfte. Ihr könnt ja jetzt mal gucken. So sieht er aus, er ist ja dreckig. Und wir werden den jetzt live hier mit meinem Silberreiniger reinigen, aber nur zur Hälfte. Ich versuche es mal nur zur Hälfte, das ist ja immer sehr problematisch. Ich habe mir hier schon meinen Silberreiniger abgefüllt, hier in so ein kleines Döschen, aber ich werde jetzt gleich die Kamera runterstellen. Ich werde aber erstmal jetzt hier den Silberreiniger in die Kappe füllen. Sollte reichen, so guckt. Hier haben wir mal so, ich setze mal runter, jetzt bin ich aus dem Bild drauf. Ihr wollt ja sehen, wie es gereinigt wird. Naja, komme ich nochmal wieder dazu. So. Wir setzen das mal hier runter. So, ihr seht das. Ich nehme hier mal so ein Ohrenstäbchen
Und hier haben wir die Münze. Und dann werden wir sie mal zur Hälfte eintauchen. Ja, zur Hälfte. So, da ihr das seht. So, ich hoffe, das sieht man gut. Ich würde sie mal hier einstecken. Gar nicht so lange drin lassen. Ich erzähle ja mit euch. Und dann werden wir sie hier einigen. So, jetzt gehen wir schon mal drüber. Nur mit dem Q-Tip. Da ihr seht, hier guckt schon mal, wie schnell der Reiniger aktiv ist. Wir machen, wie gesagt, nur die Hälfte. Dann werde ich mal das abtupfen. Und nachher werde ich sie natürlich komplett reinigen. Und ihr werdet auch sehen, dass hier nicht die Patina in Leidenschaft gezogen wird, wie bei manch anderen Reinigern, die scheuernd wirkend und ja, die 6-7 Stunden brauchen und was weiß ich, 25 Durchgänge. Also, da habe ich keine Zeit zu. Und da, wie gesagt, ich habe dafür über 4 Jahre lange Entwicklungszeit gehabt. Und jetzt könnt ihr das ja schon sehen. So, das ist schon die Hälfte. Wir machen das jetzt wirklich bis zur Hälfte. Die andere Seite natürlich auch. So, und gleich werde ich sie komplett reinigen. Aber da seid ihr nicht mehr bei. Ihr kriegt die nur noch zum Schluss als Bildmaterial mit hinten angehangen. Weil das Video sowieso ziemlich kurz ist, hänge ich das natürlich jetzt mit an dem Video an oder dazwischendurch mal, so dass ihr das seht. So, das sollte reichen. Ich nehme mal gerade ein Zewa-Tuch, stell dir das so nochmal rein. So, ich muss ein bisschen die Kamera bewegen, weil ich die Zewa-Tücher cleverweise da drunter gepackt habe. So, jetzt wollen wir das rausholen und dann abreiben. So, ich hoffe, dass man diesen Effekt sehen kann. Hier oben ungereinigt, unten gereinigt und jetzt die andere Seite. Aber da sieht man es ganz klar. Seht ihr, wie schnell der agiert und reinigt Silber, ohne langes Einlegen in tausend, ja, ich sag jetzt mal, Anwendungen in Kapseln und was weiß ich nicht alle. Auf jeden Fall ist hier die Reinigung um einiges schneller als wie bei manch anderen und vor allem schonender. Die Oberfläche wird nicht angegriffen, es kommen keine Kratzer drauf, außer wenn man jetzt wie so ein Wilder drauf rumreibt, und die Patina bleibt erhalten. Ich weiß nicht, ob man das einfangen kann. Ich versuche mal, nee, man kann mit, ich filme nämlich gerade mit meinem iPhone, mal gucken, ob man es so, aber hier könnt ihr ja schon mal das Resultat so sehen. So, und die andere Seite ebenfalls. So. Das sollte es gewesen sein, weil das Video eben zu kurz war und das eben noch dran kommt. Und zum Schluss werde ich dann noch Fotos anhängen. Alles klar, ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen guten Saisonstart mit vielen und tollen Funden. Bis dahin, tschüss, euer Markus. Puh.